So, jetzt mit Genshin. Mal schauen, ob es ruhig bleibt oder ob ich noch lange Zeit habe. Aber gut, ich will halt den Sonntag jetzt nicht weiter verschwenden. Ich habe zwar relativ viel geschafft, aber mal gucken, wie viel ich noch schaffe. Eine halbe Stunde geht fürs Abendessen noch drauf, eine Stunde für Minigolf, wahrscheinlich eine Stunde und eine halbe. Jetzt ist 2 Stunden weg. Ich habe noch 5 Stunden von jetzt an bis um 12. Es sind noch 3 Stunden, die ich aufnehmen könnte, wenn alles am Stück glatt läuft. Aber ab 12 Uhr werde ich wahrscheinlich Aufnahmen beenden. Sagen wir mal so, 2 Stunden habe ich vielleicht noch. Ich werde definitiv nicht fertig werden. So, Festival Zauber, Palmon Seems to have bla bla bla. Ich soll schlafen gehen. Ich soll schlafen gehen. Dann tue ich das doch einfach mal. Ich wollte mich jetzt im Schlaf umbringen. Was mir aber eingefallen ist gerade, ich will gucken, ob beim Traveler jetzt als Skin-Option Dressing Room. Nee. Auch nicht. Okay. Nee, meine Idee war nämlich eigentlich, dass man da hätte, wie heißt das? Diesen Haarreif ab- und anlegen können. Aber dem ist wohl nicht so. Gut. Arama. Actually, I've been wanting to ask you something. Why do Nara sleep? I don't know. I think sleeping is a waste of time. Don't you think sleep is pretty comfortable, Onisha? I see, Aranara hibernate only when a great, great danger is present. We turn into tiny seeds and go into dreamless slumbers. But we will be isolated from others, and that's rather scary. Not to mention having to accumulate a lot of memories to change back into our previous forms. But Aranara are different. You must sleep often, and that's the only way you can dream. Dreams are precious, so I understand, but it is strange. We have had very few dreams lately, Big Nara. Regardless, you can sleep here without worries. Stuhl, beweg dich doch. We will guard your dreams and stop bad things like Vanagni from getting in. Sounds good, but yeah, you and your mentions of dreams. I mean, it almost feels like meeting you and spending the festival with you might just all be a dream, Paimon had after eating those mushrooms. And that all this will vanish once Paimon wakes up. We will see you when we wake up. Of course. Good night, Paimon. Good night. You fall into a deep sleep. Ja, ich werde geblendet. Anyaka, part 2 complete. Where's Arama? For fruit, seeds and trees. Meet up with Arama. Es gibt doch ein Part 3. Oh, fuck. Okay. Okay. Ich überlege gerade, ob ich das jetzt noch einfach an das andere Video ranschneide eben. Wenn jetzt echt noch Dream. Wenn jetzt echt noch ein Part 3 kommt. Es wird heute nichts mehr, glaube ich. Morgen ist der 26. Montag. 27. ist Dienstag. Das Dienstag nach der Schule muss ich noch weitermachen. Und am 28. ist der Patch Day. Das ist Mittwoch. Ist das nervig. Okay. Ja gut, dann schneide ich das hier noch an das andere Video ran. Und ich gucke mal ins Wiki, wie weit das jetzt hier wirklich noch geht. Also wie lange das noch dauert. Weil ich dachte jetzt eigentlich, dass nach diesem ganzen Gedöns mit diesen ganzen Massenquests irgendwo jetzt mal ein Ende ist, nicht jetzt hier noch irgendwie Fuckery mache und dann fertig ist. Aber nee, ist nicht. Gut. Dann schneide ich das hier noch an das andere Video ran und. Ach ja. Ich muss noch ins Wiki gucken. Ich muss abschätzen, ob es sich lohnt, heute noch weiterzumachen, großartig oder nicht. Aber ich könnte eine Sache könnte ich jetzt trotzdem noch schnell machen. Dann lohnt sich die Aufnahme jetzt dann doch so ein bisschen, den dran zu schneiden. Static Views Part 2. Ich habe nur ganz kurz ins Wiki geguckt. Wenig nur ganz kurz. Und ich hatte ja schon die Idee mit der Höhle hier. Das ist sogar halb richtig eventuell. Denn hier unten drunter war ja noch eine weitere Höhle irgendwie. Wenn das Wiki, wenn ich das Wiki richtig interpretiert habe, ich habe nur kurz auf Bilder geguckt. Dann muss ich hier noch weiter runter wieder. Aber ich nehme dafür kein Gewähr, dass das stimmt.
Dann kann ich die Quest auch abschließen. Gut. Hier schon so ein Branch, okay. What the hell? Seed is quivering. Ah, okay, gut. Wait, was? Aha. Okay. So, Woodland Encounter. Hier steht dann neu. Achso, weil ich die Blumen bekommen habe von den Leuten. Okay. Das kann sein. The Seed is quivering. Ja, 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 das ist mir klar, dass der Seed quivering ist, aber okay. Hm. Frage ist nur, wo ich genau hin muss. Hallo? Muss ich irgendwas mit dir machen? Zack. Incoming. Und Piu Piu. So. Ah, hier, oder was? Okay. Sie keep shaking. Mhm. Mhm. Eckwand, huhu. Sie ist da, we are quaking. Er must be around here. Aber das mit dem Bild stört mich trotzdem noch so ein bisschen, weil eigentlich. Geht's noch weiter rein? Ja, das muss eigentlich hier sein. Irgendwo muss ich ja nicht stecken können, oder nicht? Egal. Seed Destination must be around here. Aha. Oh, that's never seen so many chests all in one place like this. Is this really happening? Keine Ahnung. Verdammt. Eek, it's the Golden Ara. There is the taste of the wind, the taste of the earth, and the taste of Aranara. Golden Ara has figured out the Arakalari of Arayama. How dreadful. Obstructions are useless, anyone can break in, and the happy nest of Araminali will be broken. Oh, don't worry, mean no harm. What does no harm mean? You mean no greed? Paimon guesses so. Nishan and Paimon are so on Aranara's side. We want to be Aranara's good friends. Paimon is gluttonous, but not bad in nature. Hey, that's technically not wrong, though. Aranara's best friend, the Golden Ara smells like Aranara. Familiar smell, but I haven't smelled it for a long time. Ah, by the way, let's change seed, Unisha. Show the seeds to Araminali, maybe he knows something. He is thirsty, he needs to drink a lot of water. Achso, Araminali ist der Name, achso. A lot of water before you can change back to what he has. Come, there's a lot of water here. Let him drink enough to recover. Put the seed in the water. Uh-huh. Oh, it's changing back. What the hell? Wir haben die ganze Zeit seit der Chasm den toten Aranara bei uns gehabt. What the fuck? Oh, the seed is becoming Aranara. We found it. Trapped Aranara, you see? It's Paimon, right, Unisha? I can't believe the trapped Aranara does exist. It's Aranimba. Unlike Araminali, Aranimba likes to travel around. Before he would draw the scenery he saw from afar and send it back to Vanarana, but later Aranimba went to a very hard and dark place with little dirt, but a lot of stones. Under the soil there was little grass and few trees, but a lot of mushrooms. Hmm, sounds like the chasm, but Aranimba as an Aranara traveled so far that he even left Sumeru? Yes, it was a long way and dangerous. Aranimba met the dark and dangerous Nara. However, Aranimba was tracked by Aramahokunda and turned into a seed and got away with it. Now Aranimba is back safely thanks to Golden Ara and White Floaty. It's Unisha and Paimon. Yes, now Unisha and Paimon, Aranara's friends. Arbinali is Araminamba's good friend, so now Unisha and Paimon are also Aranimba's good friends. Aranimba gets it now. Aranimba is going to leave. This time, not only painting, Aranimba will send back gift to Araminali. Put it in the chest. All the chests here belong to Araminali. Araminali is the owner of the treasure chests. Good friends of Aranara who helped a lot of Aranara. Aranara will be grateful and will put the treasure into the chest. The chest was empty.
Renara knew everything about Vana when they were born. But when chests were born, they were empty. Arminali doesn't know why. Someone doesn't understand too. And Arminali has filled the treasure chest, and now Nisha can open it. Sometimes now Nisha will cheer with oh yeah, and sometimes sigh with just as the Green Nara does. Green Nara? Green Nara. Sag mir gar nichts. By Bova, Arminali and Araminemba can directly give us what you are about to put in the treasure chest as the payment. Arminali knows that the Green Nara likes to go into the cave or in the house and open the treasure chest. Now Nisha and Paimon don't like it. Oh, it's not like Paimon doesn't like it. It feels like there's an inexplicable attraction. Well, Nara likes treasure chests and so does Arminali. Arminali allows the good Nara who had helped Aranara to open the treasure chests. Vana has a lot of Aranara, some in need of help and some want to play with Nara. Nara realizes their wishes as Aranara's friend. Such Nara can open the treasure chests prepared by Arminali. So Araninba should leave now to fill the treasure chests. Hey, but didn't Araninba just come back? Are you leaving again? You are really in a rush, like running from a fire with the head wind. Eek, it's nice to have wind, but not fire. Getting too low, close to the fire makes Araninba thirsty again. Ah, Paimon means how could Araninba be in such a hurry? Araninba could stay for a while and catch up with Arminali. Arminali, you haven't seen Araninba for a long time. Don't you have a lot to say to Araninba? Araninba is Aranara that will never stop. Araninba can't be the owner of the treasure chests. Regarding the whereabouts of Araninba, as long as Vana knows, Wind knows, Flowers and Grass know, Arminali will know. So, it's fine, don't need to say much. Arminali will listen so long as Araninba wants to say. Is this Aranara's friendship? If it were Paimon, Paimon would have a lot of to share with Onisha. A leisurely journey. Conversion with the treasure chest owner. Ich steig nicht ganz durch. Darf ich die Kisten ja alle öffnen? Arminali knows the Golden Nara is a good Nara who helped Aranara's. Arminali's treasure chests are for Nara Onisha. Okay. You give, you receive. Yay. 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 Yay, und das alles die Kisten, die ich jetzt quasi beim Ausgraben gefunden hätte. Was? Obtained. Seems like the chest can't be opened yet. Ach so, für jede Aranara-Quest, die ich mache, kann ich hier was öffnen oder wie? Not bad. Kann das sein? As far as treasure is concerned. Es kann sein. Okay, kann nicht geöffnet werden. Kann nicht geöffnet werden. Das ist interessant, okay. Achso, ich kann nur die öffnen, wo ein Marker hingeht, oder was? Oder wie? Was? Die war jetzt noch dicht? Die sind noch dicht. Kann ich irgendeine von denen öffnen? Dieser Chest can't be opened yet? Nope. 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 Okay. Check ich nicht so ganz. Okay. I'm reaching home and hurry up. Arminali's treasure chests are ready, and Arminali has been waiting for a long time. Arminali's good friends' treasure chests have been filled up. Time to open them. Ja, würde ich gerne, aber ich darf die anderen nicht öffnen. Das heißt, sie sind jetzt alle noch gelockt auf irgendwelche Quests oder so mit Aranara. Kann das sein? Muss eigentlich. Okay. Ist ein bisschen blöd. Aber von mir aus. Naja, wenn ich jetzt da nochmal nachgucke. Das, na, ich will doch nicht dahin. Kann ich? Ich nicht. Ich muss das Buch manuell öffnen. Gut, Buch geöffnet. Ja, prinzipiell gefunden. Alles. Okay.
Aber ich kann offenbar das hier erst wirklich beenden, nachdem ich alles gemacht habe. Okay. Gut. Nehme ich fürs Erste dann so hin. Und würde dann auch hier beenden, weil... Ja. Jetzt wird es hier unruhig. Das heißt, ich warte jetzt bis nach dem Abendessen. Eventuell warte ich auch dann bis nach dem Minigolf heute Abend. Mal gucken. Wobei, da kam gerade eine Nachricht in dem Chat. Moment. 8 Uhr golfen. Okay. Das ist sehr früh. Ich glaube nicht, dass ich bis dahin Abendessen hatte. Naja, mal gucken. Na gut, dann... Ich glaube, ich werde mit der Aranara-Quest echt nicht bis 3.1 fertig. Und apropos Update. Ich habe irgendwas gelesen von, dass das Kartenspiel erst mit 3.3 kommt. Und es wird nicht ins Gacha-Schema fallen. Man wird sich die Karten in-game erarbeiten können. Und PvP gibt quasi keine Belohnung. Das gefällt mir. Das klingt quasi so wie... Ja. Das klingt wie ein... nicht online-fähiges Yu-Gi-Oh!-Game eigentlich. Wieder Spiel, sammel Währung, get yourself some packs und have fun. Boah. Gut, jetzt habe ich 60 Minuten aufgenommen. Ich glaube, ich lasse das Ganze dann hier doch noch als einzelne Aufnahme. Und stelle das doch nicht hinten dran. Dann passt das auch wieder. Ja. Gut. Lass ich halt so. Videos sind eh nummeriert, von daher ist das egal. Ja, die mache ich nachher noch. Dann die Daily Resin Sachen mache ich noch. Mal gucken, ob ich nachher noch mit dieser Part 3 Ding ganz anfange. Und vor allem hoffentlich ist das sehr viel kürzer als das zweite. Das zweite war also extrem lang. Ach du Scheiße. Naja gut. Dann sage ich ciao und bis dann.